ist laufend unsere Intention, Leute zu dem Thema anzusprechen. Wir haben es getauft, Fakten gegen Fake News, Irrtümer und Vorurteile gegen Elektromobilität widerlegt. Warum überhaupt Nöte, Notwendigkeiten, Rohstoffe und was begegnet einem alles von der Politik, der Industrie, Medien und so weiter? Kurz zu mir. Das Thema Mobilität hat mich irgendwie schon immer von klein auf interessiert. Sie sehen hier motorisierte wie auch nicht motorisierte Individualverkehr. Das Auto haben Sie mit Sicherheit auch erkannt. Das ist ein Porsche 356a. Die Zeit war ungefähr 1960. Das Auto hatte, halten Sie sich fest, 60 PS. Damit kriegen Sie heute im Kleinwagenumfeld Mitleid, mehr nicht. Der kleinste Porsche Sportwagen aktuell, Cayman Boxster, hat jetzt 300. Und ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, zum Teil dann auch ein bisschen außerhalb gewohnt. Von daher war das mit der Mobilität schon immer ein Thema. Und dann erst das Fahrrad und dann hat man ohne Vollausstattung, ohne Trinkflasche, ist man mit Kumpels einfach mal, hat man gedacht, wir versuchen mal in die nächste kleine Stadt zu fahren. Das waren da große Erlebnisse. Ich bin Elektrotechnikingenieur bei Solarmobil Heidenheim, Gründungsmitglied und auch schon vorher bei der Arbeitsgruppe der Volkshochschule dabei. Nur nebenbei, es gibt uns natürlich auch im Netz und auch reichlich auf YouTube. Das, was der Werner Glatzle gerade eben angesprochen hat. Wir haben damals einen Seat Marbella auf Elektroantrieb umgebaut in jahrelanger Arbeit. Aus heutiger Sicht, oje, wenn man das alles gewusst hätte. Das Ganze hat sich bei mir dann beruflich weiterentwickelt. Mit dem Vorlauf durch den Bau dieses Autos bin ich dann qualifiziert gewesen, mich ein paar Jahre später am eigenen Schopf aus der Arbeitslosigkeit zu ziehen. Bin Anfang 1995 als Externer über ein Ingenieurbüro zu Mercedes gekommen in die Vorentwicklung PKW-Hybridantriebe. Und das rote Fahrzeug da daneben, das müsste so ungefähr 1998 gewesen sein, bei einer unserer ersten großen Veranstaltungen. Das war da in Mörgelstetten mit unserem Stand. Und da konnte ich mit diesem Auto, es war natürlich ein Dienstwagen, alles nicht ganz offiziell, ein Prototyp vorfahren. Das war das, was man heute als Plug-in-Hybrid bezeichnen würde. Er konnte ein paar 10 Kilometer elektrisch fahren und dann hat man halt den Verbrennungsmotor weiter bemüht. Weil ich wieder hier zurück wollte in die Gegend, bin ich 2006 zu Voith Turbo und habe so im Prinzip das Gleiche gemacht, Entwicklung Hybridantriebe für einen Stadtomnibus. Mit Schwerpunkt war ich dort für den elektrischen Speicher zuständig. Sie sehen das Bild rechts unten, also zumindest bis vor geraumer Zeit ist er hier noch auf der Linie 1 im Linienbetrieb gefahren. Ich habe mir, nachdem ich von Voith aus in Vorruhestand gegangen bin, weil Voith das ganze Thema leider dann irgendwann hat einschlafen lassen, bin ich in Vorruhestand gegangen, habe mir dann mal eine Tageskarte gekauft und bin dann mit ein paar Stunden rumgefahren mit dem Fahrzeug. Also nicht ich selber, sondern halt mitgefahren. Ne? Unter anderem ja, reichlich Vorträge und so weiter im Verein seit Oktober 14. Ich habe es jetzt gerade letzte Woche abgeschlossen, zum 5. Mal Vorlesung elektrische Antriebe und Speicher für Elektro- und Hybridfahrzeuge an der Hochschule Ulm im Institut für Fahrzeugsystemtechnik beim Professor Schrade, der auch Mitglied in diesem Verein ist. Meine Autos, bis vor geraumer Zeit war es weitgehend das Weiße. Inzwischen ist es meistens das Rote da oben drüber. Links mein Dach bzw. die Hälfte davon und mein stationärer Batteriespeicher. Solarthermische Anlage gibt es natürlich auch noch und im Keller eine zum Teil selber gebaute Kraft-Wärme-Kopplung. Eine nette Sache ist jetzt schon wieder gute 2 Jahre her, ein bisschen mitgewirkt.
nachts mitgefahren am 24-Stunden-Weltrekord für serienmäßige Elektroautos auf öffentlichen Straßen, damals 2400 noch was Kilometer. Das Ganze startete und endete in Ulm am Tesla Supercharger am Rasthaus Seligweiler. War schon irgendwie eine nette Sache. Kürzlich mit dem neuen kleineren Tesla ist der Rekord verbessert worden, aber das nur nebenbei. Das sind jetzt nicht die Themen, für die wir heute da sind. Warum Elektromobilität? Das war schon immer die Motivation, das Thema im Verein. Nachhaltigkeit, Energiewende auf der Straße, Abkehr von den endlichen fossilen Energieträgern, die reichlich Probleme verursachen. Klimawandel ist eine Bedrohung für in Summe 8 Milliarden Menschen, für manche besonders. Dann diese Sache mit den Emissionen, Stickoxide, Partikel und so weiter, Lärm nicht zu vergessen. Deutschland ist importabhängig bei diesen ganzen Sachen. Wir exportieren Geld und es ist natürlich auch die wirtschaftliche Zukunft des Automobilstandorts Baden-Württemberg. Da denkt man natürlich schon dran, wenn man eben selber da in dem Bereich mal tätig war und davor dann auch noch arbeitslos gewesen war. Das wollen wir uns zumindest ein paar von den Sachen etwas näher angucken. Also so kam es zu dem Titel. Das eine ist, dass ich, sagen wir mal, einen Teil davon gehalten habe, auch in der Vorlesung an der Hochschule. Das andere ist, dass es just jetzt zur Zeit vor ein paar Wochen hier in Heidenheim, in ein paar Tagen nochmal in Aalen, Vorträge gibt, die sich vehement gegen Elektromobilität aussprechen. Das wollten wir nicht so ganz stehen lassen und zeigen, dass es uns da auch noch gibt. Also, dann schauen wir mal, steigen wir langsam aber sicher ein. Zur Erinnerung, Grundgesetz Artikel 20a, noch gar nicht so weit hinten, das könnte man also noch kennen. Und auch interessant, was Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, Minister so ähnlich vor dem Bundestag als Eid ablegen. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass es ein bisschen in Vergessenheit gerät oder geraten ist bei denjenigen. Neben anderen Nachrichten im Mai 2017 wurde das Ziel 1 Million Elektroautos bis 2020 offiziell zurückgenommen. Wir schaffen das nicht. Zu meiner Enttäuschung, also nicht nur, dass man es nicht erreicht, das war mir schon länger klar. Es gab aber auch keinerlei Aufbäumen oder irgendwelche Maßnahmen, um da was zu beschleunigen. Marker hier für mich, was ist damit gemeint, wenn man es auf Kopf der Bevölkerung umrechnet, dann haben wir in Kalifornien etwa 10-mal so viele Elektroautos auf der Straße wie in Deutschland. Und in Norwegen ist es ungefähr ein Faktor 20. Ein weiterer Grund für den Vortrag in dieser Art oder sagen wir mal in dieser Richtung, wie ich ihn vor etwas über einem Jahr erstmalig erstellt habe, das waren einfach die Nachrichten, die man die in Form von plakativen Sätzen in unseren Medien kriegt. Das war hier in der ARD am Stück. Abenteuer Elektroauto fahren, Ladehemmung beim Elektroauto, Zitterpartie, wie umweltfreundlich sind Elektroautos wirklich, was immer so unterschiebt, alles was bisher gesagt wurde, war ohnehin falsch, wir sagen euch jetzt was Trumpf ist und erst ab eine bessere CO2-Bilanz. Wenn man den Satz andersrum macht, dann heißt er, dass die CO2-Bilanz beim Elektroauto auch nach diesem Satz weitaus besser ist, weil ein Auto typischerweise so 150.000, 180.000 Kilometer eben lebt. Elektroauto, schlechte Umweltbilanz und so weiter und so weiter. Das und Nachrichten wie diese, klimaneutrales Öl ab 2020, da war ich also schon ein bisschen verwundert. Klar, kommt man dann natürlich zum Schluss, warum soll man sich mit Elektromobilität befassen, wenn wir in 2 Jahren klimaneutralen Treibstoff haben oder sowas. Oder Wasserstoff statt Diesel. Naja, also die Verfügbarkeit und die Häufigkeit der Tankstellen oder sonst was, da sehe ich also schon noch ein bisschen Diskrepanzen. Und wir werden das Thema synthetische Kraftstoffe kurz aber deutlich streifen. Das ZDF steht da nicht zurück. Es taucht da dann oft der Herr hier auf, der Herr Angres. Der ist Leiter der Umweltredaktion beim ZDF. Gelernter Bankkaufmann, das ist aller Ehren wert, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt die perfekte Voraussetzung für so ein Thema ist. Diese Fernsehreihe Planet E ist eine Umweltsendung.
Sie macht aber laufend, regelmäßig neue Techniken Made. Eine andere vor ein paar Monaten hieß der wahre Preis der Elektromobilität, viel über die Rohstoffe. Kürzlich war die Windkraft dran mit Infraschall, also puh. Ja, also und ich frage mich dann manchmal schon, beziehungsweise es wundert mich dann nicht bei dieser Nachrichtenlage, wenn, wie man es im Englischen sagt, FUD, FAT, Fear, Uncertainty, Doubt entsteht und die Leute dann nicht mehr wissen, sage ich mal, was oben oder unten ist. Und so begegnen einem laufend Sätze wie diese. Und der wirklich letzte Brüller ist, der ab und zu rumgeht, wenn man eine Adventskerze anzündet, ist der Stickoxid-Grenzwert schon überschritten. Das werden wir uns auch etwas näher angucken. Worum geht's? Worum geht's? Das ist more or less aktuell, Umweltbundesamt, der motorisierte Personenverkehrsaufwand nach Verkehrsträgern in Deutschland. Also wohlgemerkt Personenverkehr, nicht Güterverkehr. Wir schaffen heute Nachmittag nicht alles. Und zwar, wie sich das seit 1991 ungefähr entwickelt hat. Der Sprung hier liegt an einer veränderten Erfassungsmethodik, aber die Relationen, wie Sie sehen, sind gleich. Motorisierter Individualverkehr, ob man das jetzt mag oder nicht, macht roundabout ziemlich genau 80% des Personenverkehrstransports, der Personenkilometer, wie auch immer man sie werten will, aus bei uns. Schlimm, Luftverkehr hat sich, wenn man die Zahlen dann genau nimmt, seit 1991 bei uns im Binnenland fast verdreifacht. Das ist die Auswirkung halt von den Billigfliegern oder diesen Billiganbietern, dass das so möglich ist. Das ist natürlich auf jeden Fall nicht schön. Wir kommen noch ab und zu noch mal auf diese Grafik zurück. Die, wie gesagt, finde ich, sollte man im Auge haben oder einfach so im Hinterkopf haben, wenn man sich um die Relationen und die Größenordnungen bei diesem Thema kümmert. In dem Zusammenhang, Deutschland sind zugelassen etwas über 46 Millionen PKWs. In 2017 hatten wir einen Rekord an Neuzulassungen von etwa 3,4 Millionen, wobei sich die Gesamtzahl natürlich nicht im Ansatz so geändert hat. Deutschland ist im Prinzip ein fast gesättigter Markt. Die Autos werden nach so einer Größenordnung 13, 14 Jahren, das ist ihre Laufzeit, ihre Verweilzeit in Deutschland. Manche werden dann verschrottet, manche ins Ausland abgeschoben, im Prinzip leben sie noch etwas länger. Diese Zahlen sollte man auch im Hinterkopf haben, wenn man sich mit dem Thema befasst. Wir haben ungefähr 10 Millionen Zweit- und Drittautos. Sehe ich sehr, sehr oft bei uns auf dem Land in den kleinen Städten, beziehungsweise noch dazu dann im Dorf. Da kann man mit sehr hoher Treffersicherheit kann man sagen, Zahl der Autos vor der Tür gleich Zahl der Erwachsenen im Haushalt. Wir haben ungefähr 1 Milliarde Pkw weltweit und die Zahl steigt. In China war in 2017 die Zahl der Neuzulassungen 24 Millionen und dort ist der Bestand steil am steigend, dadurch, dass es also wirklich einen zunehmenden Wohlstand gibt. Und auch diese Zahl der Neuzulassungen selber steigt mit irgendwie so 5-7% auch noch an. Und nur am Rande, wir kommen drauf zurück, Pkw, ob bzw. was für einer, ist zumindest in einem gewissen Rahmen die individuelle Entscheidung. Sind es 85 Millionen Neuzulassungen auf der Welt? Ja. Ja. Wobei, wie gesagt, das ist overall, das sind natürlich dann auch gesättigte Märkte dabei, wo es im Wesentlichen dann nur noch Ersatz ist. Aber genauso ist es die Zahl für die weltweit. Die Grafiken, die Zahlen, ich mag sie gar nicht mehr sehen, weil sie sind so furchterregend. Die letzten Tage und Wochen, die Klimakonferenz in Katowice, sehr sinnigerweise haben uns das nochmal vor Augen geführt. Es sieht alles so aus, als ob die Trends in sich selbst sich noch beschleunigen. Meeresspiegel steigen immer schneller und so weiter.
es gibt erste oder gibt Hinweise in anderen Darstellungen, dass so um die Äquatorebenen man damit rechnen muss, dass dann die Erde beginnend in einigen Jahrzehnten es dort so heiß wird, dass dort Menschen nicht mehr leben können, was also Migrationswellen in apokalyptischen Dimensionen zur Folge haben wird irgendwann. In Worten finde ich, es hat schon vor ungefähr 2 Jahren der Professor Schellenhuber, der Direktor Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ist, es aus meiner Sicht sehr, sehr schön so beschrieben. Es hat mir so gefallen, dass ich das auch als Plakat gemacht habe, das wir bei Veranstaltungen des Vereins irgendwo stehen haben. Ja, lesen Sie es selber. Ich denke, es spricht für sich sehr drastisch mit einem schräg schwarzen, sarkastischen Unterton. Aber das ist es einfach. Dann brauchen wir über andere Probleme nicht mehr nachzudenken. Und sehr genau in das gleiche Horn schlägt oder stößt der Professor Lesch, Leschs Kosmos im ZDF und so weiter. Die Menschheit schafft sich ab, mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln. Das meinen manche, es ginge. Und in grafischer Darstellung finde ich das hier sehr packend. Ist zwar jetzt nicht besonders wissenschaftlich, aber das muss es jetzt da vielleicht an der Stelle auch nicht sein. Bezieht sich auf Deutschland. Und je dunkler, also je röter, je dunkler, umso heißer. Das ist das, worum es geht. Und alles, oder sagen wir mal, der Verkehr ist dabei, insbesondere was Deutschland angeht, aber auch woanders auf der Welt, der Problempunkt, während man bei den meisten anderen Sachen schafft, wenigstens leichte Reduktionen zu erreichen, die viel stärker sein müssten, ist bei uns seit Größenordnung 2010 Stagnation und dann hat sogar ein Anstieg wieder angefangen der Emissionen im Verkehr. Wesentliche Gründe, ich habe es vorher schon gesagt mit den Zahlen, dass die Zahl der Fahrzeuge bei uns immer noch leicht ansteigt. Die Fahrzeuge werden größer, sie werden vor allem stärker. Wir haben gleich am Anfang ein Beispiel dazu gebracht. Es sind immer mehr SUVs oder Vans oder so Halb-SUVs und es wird mehr gefahren. Irgendwann letztes Jahr gab es von den entsprechenden Ämtern die Aussage, es gibt im Trend weniger Festanstellungen. Die Leute haben Zeitverträge, ziehen dann nicht um und pendeln halt umso mehr und das eben allermeistens mit dem Pkw. Also wir müssten verdammt steil abwärts. Stattdessen stagnieren wir nicht nur auf einem hohen Niveau, sondern steigen auch noch an. Also ganz offenkundig, so wie es bisher gelaufen ist, war es das irgendwie nicht. Und noch vor einem guten Jahr bei einer Wahlkampfveranstaltung hat die Frau Merkel wieder mal gesagt, für den Klimaschutz ist das Dieselauto heute genauso ein gutes Auto, wie es das gestern und vorgestern war. Aus meiner Sicht etwas sinnwidrig. Durch Erdölverbrauch kann ich nicht das Klima schützen. Die unterstellte Minderverbrauch beim Diesel ist, was dann das CO2 angeht, längst nicht so groß, wie man meint. Darüber hinaus, die Einsparmöglichkeiten rein technisch haben ihre Grenzen. Das läuft sich fest. Man läuft auch dort zunehmend gegen physikalische Grenzen. Und dazu kommen die genannten Effekte, Autos größer und stärker. Das macht die Industrie, weil es sich verkauft. Und warum? Ja, unter anderem, weil es keine staatlichen Lenkungsfunktionen in der Richtung gibt, dass also mal große, starke, verbrauchsfreudige Autos dann in der Kfz-Steuer zum Beispiel verstärkt in Anspruch genommen würden. Okay, das mit dem Diesel hat also ganz offenkundig, wie man am Ergebnis sieht, nicht funktioniert. Eigentlich eine leicht erkennbare Sackgasse, weil ich hiervon eben einfach nicht wegkomme. Und wie wir inzwischen wissen, gibt es da noch ein bisschen Kollateralprobleme, nenne ich es mal, drumherum, auf die wir dann auch noch eingehen werden. Interessant, das gibt es einmal als Info vom Umweltbundesamt und ICCT, das sind die, die bei diesem Hochholen erkennen des Dieselskandals die wesentliche Arbeit und Initiative geleistet haben, kommen zu dem Schluss, Rückgang des Marktanteils bleibt
ohne negative Folgen für Klimaschutzziele. Wie das? Ich habe es auf der VW-Website selber nachgeguckt. Stimmt alles, ist so. Auffälligerweise oder seltsamerweise bewirbt VW das nicht offensiv. VW hat bei den Golfs, was natürlich auch sehr gängiges Fahrzeugsegment ist, leistungsgleiche Benziner und Diesel, die erstaunlicherweise im CO2-Ausstoß schlichtweg gleich aufliegen. Trauschau wen. Ja. Diese Benziner, was heißt das? ACT, das heißt das Kürzel bei VW für Active Cylinder Technology. Die haben das hingekriegt, allen Respekt da vor den Entwicklern von dieser Mechanik, dass sie die zwei mittleren Zylinder im Motor quasi lahmlegen können, also abschalten können. Im Klartext, sie machen im Zylinderkopf, klinken sie die Ventile aus, sodass die zu bleiben und dann laufen die Kolben nur gegen die Gasfeder hin und her. Dafür gibt man den beiden anderen Zylindern mehr offene Drosselklappe, was dann dort wieder die Drosselverluste verringert. Kurzum, man kann einen der wesentlichen Nachteile beim Otto-Prinzip gegen Diesel-Prinzip zumindest ein Stück weit auskurven und Zyklus hin, Zyklus her, die schaffen es dort im CO2 gleichzuziehen, ohne irgendwelche gigantischen teuren Maßnahmen. Kann man nur sagen, Respekt. Wie gesagt, irgendwie, ich habe noch nie eine Werbung von VW dafür gehört. Und wenn man jetzt sieht, man sagt ja immer, oder es gibt oft diese Äußerungen, der Diesel ist der bessere Motor oder ist der gute Motor oder der beste Motor oder er ist sparsamer. Also an der Stelle für CO2 stimmt es zumindest unter diesen Umständen schon nicht mehr. Und wenn man die ganzen gerade eben genannten scheinbaren Vorteile gelten ließe, dann darf man nicht vergessen, dass der Diesel immer bei Leistungsgleichheit deutlich teurer ist. Abgesehen davon, er ist schwerer, er schüttelt mehr, ist im Normalfall lauter, was das Auto angeht, und seine Abgase sind viel schwieriger zu entgiften. So, und wenn man an der Stelle mit den knapp 3.500 im Verkaufspreis noch etwas weiter denkt, dann könnte man den Benziner für dieses Geld auch noch einen kleinen bis mittleren Hybridantrieb verpassen. Und dann wäre er nochmal deutlich besser. Das kann man jetzt bei VW selber so nicht machen, aber man kann als Vergleich mal den Toyota Auris Hybrid, ich habe ihn hier mal als Kombi genommen, damit er auch auf keinen Fall kleiner ist als der Golf, dann ist er preislich immer noch ein Tick unter dem Diesel. Er ist ein bisschen schwächer, 100 kW statt 110. Ich sage mal, damit kann man leben. Aber im Zyklus die Emissionen wären um Größenordnung 20% niedriger. Boing. Das ist schon mal ein Wort. Ne? So, und diese Hybridisierung, also einen Elektroantrieb reinzubauen, würde oder hätte den Weg ebnen können auf eine weitere Elektrifizierung des Fahrzeugs. Hier jetzt eine andere Firma, vielleicht nicht gerade das Paradeauto für sowas, aber da habe ich über die alten Kanäle einfach eine sehr schöne Grafik gekriegt. Man macht die Batterie des Hybridantriebs größer, macht ein Ladegerät hin und eine Steckdose und lädt eben von außen und kann dann anteilig kleinere Strecken rein elektrisch fahren. Das kann man dann weiter treiben. Das haben andere schon viel früher gemacht. Dieses Auto ist als Chevrolet Volt, in Deutschland Opel Ampera, in USA als Chevrolet Volt von General Motors bereits Ende 2010 an den Markt gekommen. Also schon vor gerade genau 8 Jahren. Bei dem ist dieses Prinzip noch mal ein bisschen weiter Richtung Elektro geschoben. Der Hauptantrieb, der starke Antrieb ist der elektrische. Der Verbrennungsmotor ist schwächer, der hat einen kleinen Corsa-Motor drin. Man hat eine elektrische Reichweite in der Gegend, harter Winter 40 Kilometer, im Sommer bis 80. Und wenn das alles nicht reicht oder man auf Langstrecke geht, dann geht eben der Verbrennungsmotor an. Ist ein schönes Auto, sehr angenehm zu fahren.
habe ich mehrere Jahre gehabt. Jetzt lebt er bei meinem Bruder weiter. Wir sind jetzt aktuell bei über 90.000 Kilometer und mit dem Auto kann man sowas erreichen. Da hatten wir gerade die 80.000 überschritten und seitdem man das letzte Mal das Trippmeter genullt hatte, kommt man auf einen Verbrauch von gut 0,7 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Das waren halt die gelegentlichen seltenen Langstrecken. Ich habe immer zum Void und zurück tagesgependelt, Einkaufsfahrten, Freunde in der Umgebung und so weiter. Da ja, reicht es elektrisch in aller Regel aus. Bei guten Freunden wartete dann schon immer, da hinten sitzt einer, wartete dann schon immer die Steckdose. Okay, aber wir stellen uns jetzt erstmal die Frage, ist das mit der Elektrifizierung eine richtige Richtung? Also vorher haben wir gesehen, Diesel das ist, oder ist es wohl nicht so ganz im Endeffekt. Ist Elektrifizierung eine richtige Richtung? Welches Potenzial hat die? Weil ein bisschen besser rettet uns nicht, wie wir an den Zahlen gesehen haben. Wir müssen irgendwo ganz woanders hin. Und Dinge, die wir bei unseren Veranstaltungen, ich persönlich immer wieder mal entgegenbekommen, wenn ich sage Elektrifizierung oder die Leute sehen, ich fahre elektrisch vor, dann kriegt man, es ist der falsche Ansatz. Es wäre ja nur ein weiter so. Man braucht neue Konzepte. Oder wirklich so erlebt, in 10, 20, 10, spätestens 20 Jahren wird niemand mehr Auto fahren. Erlebt Mitte 2017 in Schönau im Schwarzwald beim EWS, Elektrizitätswerke Schönau, Stromseminar. Einer der Vortragenden, ein junger Mann, Mitte, Ende 20 maximal. Das Publikum frenetischer Applaus. Alle guckten, oder nein, nicht alle, aber ein paar guckten mich an, weil ich nicht applaudiert habe. Ich war am Grübeln, weil wie ich am Morgen zu Fuß zu der Halle gelaufen bin, ich war mit drei Freunden zusammen im Auto dorthin gefahren, auf dem Campingplatz haben wir übernachtet, bin zu Fuß dorthin vom Campingplatz aus und habe ich so richtig gesehen, wie sich der große Parkplatz vor der Halle gefüllt hat mit den Teilnehmern der Veranstaltung. Ich hatte sie ja am Tag davor schon gesehen gehabt und habe gesehen, wo sie hin sind. Ne? Und alle applaudieren. So, wenn wir jetzt nochmal dran denken, wenn er sagt, in 10, spätestens 20 Jahren, wir hatten just in 2017 in Deutschland eine Rekordzulassung an neuen Autos, dann zu sagen, in 10, spätestens 20 Jahren wird niemand mehr Auto fahren, das ist irgendwie schon, sagen wir mal, da hat er sich weit rausgelehnt. Dann gibt es Aussagen, in Zukunft braucht man kein Auto mehr zu besitzen, im Bedarfsfall tippt man auf eine App und dann kommt ein Service. Das ist nicht ganz neu. Es gibt es seit vielen Jahrzehnten, das heißt Taxi, und da gab es zwar noch keine App, aber ein Telefon. Okay, freilich, womit wird dieser Service angetrieben? Auch wenn ich dann irgendein autonomes Fahrzeug oder sonst was habe, es braucht seinen Antrieb. Die andere Betrachtung zu der Stelle ist, wenn das wirklich zur Verfügung steht und nicht zufälligerweise schon mit jemand unterwegs ist, der dann den Rest des Weges ziemlich gleich hat wie ich, dann macht es jetzt erstmal eine Leerfahrt. Und eine Leerfahrt, pure zusätzliche Kilometer, das ist unter ökologischen Aspekten nicht das, was man haben will, und es belegt auch die Straße, ohne dass dabei jemand transportiert wird. Also nur gut ist sowas also auch nicht unbedingt. Dann auch von hochrangigen Vortragenden kriegt man diese Aussagen, die jungen Leute machen keinen Führerschein mehr. Wenn man dann mal ein bisschen dran kratzt, dann kommt raus, okay, es machen ihn vielleicht wirklich ein paar weniger als früher, aber sie machen ihn aber später. Und ich sage mal, wenn dann die digitale Generation mehr und mehr in den Job kommt, Geld verdient, Familie gründet und dann merkt, wie es mit den Mieten in den größeren Städten ist, dann werden die wieder im Umland oder auf dem Land irgendwo sein und dann werden sie Auto fahren. Höre ich seit Jahrzehnten, das soll nicht heißen, dass das etwa falsch ist. Das ist absolut richtig, nur Sie haben in Erinnerung das Bild von vorher, die Verteilung. Es hat im Endeffekt nichts genützt. Öffentlicher Verkehr hat am Gesamtanteil keine Zunahme, eher eine Abnahme, eine leichte. Dinge wie Carsharing, Fahrdienste, ich habe es kurz gestreift, alles bestens,
Allerdings zeigen so erste Untersuchungen, auch über Fahrdienste wie Uber und dergleichen, dass dann ein Teil der Fahrgäste vorher zu Fuß gegangen ist, Fahrrad gefahren ist oder öffentlichen Personennahverkehr benutzt hat und dann, weil es einfach extrem geschickt und bequem ist, für relativ wenig Geld diese Autofahrten nutzt. Mit dem Ergebnis, es sind wieder mehr Kilometer, die die Autos auf der Straße fahren. Puh, also so direkt nach echten Lösungen sieht mir das alles nicht aus. Weil es um das hier immer wieder mal so, sagen wir mal, Definitionsprobleme gibt. Mein Statement oder meine Sicht, Elektromobilität sind elektrifizierte Verkehrsmittel. Und eine Kombination von Verkehrsmitteln, möglichst intelligente, synergetische, führt zu Verkehrskonzepten. Elektromobilität, also ein elektrischer Antrieb, steht damit per Definition nicht irgendwie in Konkurrenz zu Verkehrskonzepten. Er ist ein Antrieb für Verkehrsmittel, die dann gebündelt, koordiniert Verkehrskonzepte ausmachen. Wir merken uns nochmal diese Grafik, ne? Wir merken uns mal die Relationen. Selbst wenn Sie jetzt Bahn, die hier in der Tat ein bisschen zugelegt hat in den letzten Jahren, wir kommen nochmal drauf zurück, und den öffentlichen Straßenpersonenverkehr zusammennehmen, selbst wenn Sie es verdoppeln, dann ist das, was mit dem Pkw gemacht würde, immer noch das Dreifache davon, das Mehrfache. Man muss diese Relationen, finde ich, kennen und ein bisschen im Hinterkopf haben zu diesen Themen. Ich habe es zum Teil schon ein bisschen vorweggenommen, vertiefen wir nicht, Entschuldigung für die gelegentlichen Textfolien, aber wir haben keine Einsteigerveranstaltung versprochen. Der Verkehrsaufwand im Personenverkehr hat sich um fast 40% erhöht. Nahm so viel zu, die höchsten der Luftverkehr. Im öffentlichen. Was ja. Meinst du mit Aufwand, Verkehrsaufwand? Das sind schlicht diese Personenkilometer. Also diese Grafik vorher von 91 bis oben. Aber zur Richtigstellung. Personenkilometer. Ja, Personenkilometer. Personenkilometer. Aber richtige Richtigstellung. Im öffentlichen Straßen- und Schienenverkehr ist eine unterdurchschnittliche Zunahme um etwa 29%. Der sprunghafte Anstieg der Fahrleistung der Lkw ist besonders problematisch. Fahrleistung des Güterverkehrs nahm in der Zeit um 71% zu. Das ist eine besonders problematische Sache. Hohe Luftschadstoffe, Reifen, Bremsabriebe und Lärmemissionen. Wie ich schon gesagt habe, man kriegt oft entgegengehalten, ÖPNV, Massentransportmittel muss die Lösung sein. Ich habe auf dem Sektor ja auch gearbeitet. Ein erdölbasierter öffentlicher Verkehr ist mitnichten frei von CO2 und anderen Emissionen. So ein großer braucht über den Daumen ungefähr 60 Liter auf 100 Kilometer. Der typische zweiachsige Bus, das Bild haben Sie jetzt schon gesehen, verbraucht typischerweise etwa 40 Liter Diesel auf 100 Kilometer, wenn es ein konventionelles Fahrzeug ist. Wenn Sie einen Hybridantrieb reinbauen, also nichts mit Steckdose nach außen, sondern ein geschlossenes System, der halt elektrisch bremst und dabei die Bewegungsenergie zurückholt, dann kommen Sie immerhin auf ungefähr 30. Sie kommen etwa um 10 Liter herunter. Das ist nicht ganz schlecht und wir merken uns das mal kurz. Wenn man jetzt mal irgendwie Vergleiche zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln bemüht, ist einer der ersten, auf die ich getroffen bin, der ist ein paar Jahre veraltet, Zahlen bitte nicht merken, wir kriegen es gleich genauer. Ich habe aus anderen Gründen hier schnell aufgeführt. Zum einen die Nase vorn, da muss ich immer dran denken, wer lügt, kriegt eine lange Nase und hat sie dann vorne oder so. Umweltvergleich, Verkehrsträger, InnoTrans ist eine Messe für Schienenverkehr, Straßenverkehr und so weiter, wo dann zum Beispiel die Firma Freud auch immer vertreten ist. So, was meinte ich jetzt da dazu? Es wird verglichen der Reisezug, Bus, wobei in Wirklichkeit der Reisebus damit gemeint ist, mit dem Pkw. So, jetzt ist Reisezug, ist Fernstrecke. Pkw macht alles. Und ich sage mal Reisezug, da kann ich nur in den größeren Städten zusteigen. Der Reisezug braucht, damit er funktioniert, damit er seine Passagiere bekommt, braucht er
Auto, das die Leute hinbringt und dann entweder am Bahnhof geparkt wird. Weil es ist kein Zufall, dass, sagen wir mal, in Günzburg oder in Giengen dann morgens ab 7:30, 8:30, 9 die Parkplätze in der Nähe des Bahnhofs vollgeparkt sind. Sie brauchen Busse dazu, bevorzugt allerdings Nahverkehrsbusse. Und der Reisezug braucht die Nahverkehrszüge dazu, die eben die Leute dazu bringen. Und ich sage mal, so kann man jetzt leicht die lange Nase machen und sagen, schau mal, wie gut ich bin, wenn man aber in Wirklichkeit auf die anderen angewiesen ist, damit das Konzept funktioniert. So, jetzt mal ein bisschen konkreter und aktueller, Umweltbundesamt und so weiter und so weiter. Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Personenverkehr. Treibhausgase und aua, Pkw, Reisebus, die sind ja natürlich richtig gut, das muss man zugeben. Linienbus, längst nicht mehr so gut wie das hier. Eisenbahnnahverkehr auch nicht so gut. Straße, Tram, U-Bahn und so weiter. Okay, von daher ist natürlich erstmal klar, am besten fährt man alles mit dem Reisebus, was aber so natürlich auch nicht funktioniert, oder mit dem Fernverkehr der Bahn. Was ist ein Knackpunkt dabei? Das ist die Auslastung. Das ist schlicht und ergreifend die Auslastung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für die Treibhausgase. Unter dem Aspekt betrachten wir es jetzt im Moment, dieser Massenverkehrsmittel. Nebenbei Stickoxide, ja, das sind die guten umweltfreundlichen Diesel. Hier sind aber die anderen zwar besser, aber so ganz der Brüller ist das auch nicht. Stadtstraßen, U-Bahn. Fernbahn, okay, die sind überwiegend elektrifiziert, dann haben sie das Problem dort nicht mehr so. Eisenbahnnahverkehr sind halt bei uns jetzt in der Gegend, Brenztal und so weiter, die Dieseltriebwagen, und ist dann auch nicht mehr ganz so toll. Das mit der Auslastung, das muss ich noch mal, oder wollen wir uns noch ein bisschen näher anschauen. Und zwar Beispiel aus früheren Jahren, Bezugsjahr 2005, leider war da die Tabelle ein bisschen anders sortiert. Eisenbahnnahverkehr war da nur 21%, ist tatsächlich auf 27% gestiegen. Es ist also dort der Bahn und genauso im Eisenbahnfernverkehr wirklich echt gelungen, mehr Leute in die Züge reinzukriegen. Ich hatte erst den Verdacht, dass sie das darüber geschafft haben, dass sie unattraktive Strecken ausgedünnt hätten. Aber wenn man es mit den Gesamtzahlen vergleicht, auch der vorigen großen Balkengrafik, dann passt es schon so ungefähr zusammen. Also die Bahn hat da allerdings bei insgesamt gestiegenem Verkehrsaufwand auch zusätzlich Leute reingekriegt. Und damit kriegen sie natürlich hier richtig gute Zahlen, was hier jetzt Treibhausgase Gramm per Personenkilometer angeht. Pkw ca. 1,5 Personen per Pkw, und da sind die 140 Gramm, da habe ich echt geschluckt, da hätte ich gedacht, dass wir besser sind, aber das ist halt das, wenn Sie sich Zeit Ihres Lebens, Ihres Beruflichen immer mit sparsamen Autos befassen, dann verliert man möglicherweise hier ein bisschen den Blick für die Gesamtrelation oder die Realität. Auch wenn man natürlich diese großen Autos mit dem hohen Verbrauch auf der Autobahn oder auf der Straße sonst irgendwo natürlich schon begegnen. Aber dass da das im Schnitt so ausschaut, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Und dazu sage ich dann aber auch noch was, denn wie wir schon festgestellt haben, beim Pkw haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, was Sie kaufen, was Sie fahren, zumindest mal in einem gewissen Rahmen. Und das ist jetzt hier der Schnitt von allem. Wie gesagt, der Knackpunkt ist hier die Auslastung. Wenn Sie einen Linienbus aufs Land schicken, der dort zwischen kleinen Städten und Dörfern hin und her fährt, dann ist es damit aus, und dann ist es auch mit den Treibhausgasen Gramm je Personenkilometer nämlich auch Essig. Sie sehen hier den Zusammenhang, Sie können es nachrechnen, es geht sehr, sehr genau, also technischer Fortschritt hat hier anscheinend keine echte Rolle gespielt, die Auslastung und CO2 Gramm je Personenkilometer. Also es reicht nicht, sage ich jetzt mal, zu sagen, einfach mit Bus, ÖPNV oder sonst was aufs Land, dann brauchen wir dort nicht mehr Auto zu fahren. Das geht von der Bilanz, geht das daneben.
Okay, jetzt kommen wir nämlich auf die 140 bzw. 210 Gramm. Bei gerade vor ein paar wenigen Wochen, also war es Los Angeles Auto Show oder sonst was, hat BMW noch mal richtig aufgetrumpft. Passend zur Zeit, neben dem X5, der eh schon sehr groß ist, haben wir jetzt bei den SUVs noch mal richtig drauf. Aber, wie gesagt, Sie haben ja potenziell, zumindest grundsätzlich, die Entscheidungshoheit, was Sie machen. Denn um noch einmal gesagt, auf die Fragen mit den 140 bzw. wenn man die 1,5 Personen wegnimmt, dann sind sie bei 210 Gramm CO2 je Kilometer. Das wären ziemlich genau 9 Liter Benzin auf 100 Kilometer oder 8 Liter Diesel. Das ist CO2-mäßig etwa das Gleiche. Das ist ein Haufen. Und ich muss sagen, ich habe an der Stelle, wie ich die Sachen da angeguckt habe, ich habe etwas gezuckt. Ich habe wirklich geglaubt, wir wären besser, aber wir sind es nicht. Und den Vorgänger von dem Auto, streiten wir uns jetzt bitte nicht über die Form oder sonst was, den habe ich selber mehrere Jahre gefahren. Und wenn man auch den Realverbrauch, also der jetzige, sollte nochmal so 10% sparsamer sein können, weil hier und da nochmal an der Technik gefeilt wurde. Aber selbst wenn ich jetzt von meinem ausgehe, wo ich im Durchschnitt etwa 4,2 Liter auf 100 Kilometer gefahren bin. Das war wieder typisch Arbeitspendeln aus dem Bachtal zu Freud und gelegentlich mal irgendwelche Überlandstrecken ins Allgäu oder sonst irgendwo hin. Dann kommt man damit hin. Und wenn ich das jetzt auf 1,5 Personen berechne, dann wäre ich hier bei knapp 70 Gramm. Okay, Rennfahren dürfen Sie damit nicht. Aber Sie sind in einem ausgewachsenen, sicheren, komfortablen Auto, das alles hat, was man braucht. Das ist kein Kleinwagen. Können Sie damit unterwegs sein mit weniger als 70 Gramm? Und es ist auch kein Experimentalauto oder Auto, was für die nächsten Jahre versprochen ist. Dieses Auto ist seit 2 Jahren am Markt und wie gesagt, seinen Vorgänger gab es schon seit 2009. Also, man hat da durchaus Möglichkeiten, sage ich mal grob mitzuhalten. Sie haben die Zahlen noch ungefähr im Kopf, wo man also mit 70 Gramm etwa wäre. Mit knapp 70 Gramm. Sie sind immerhin etwa grob in diesem Bereich. Mein, sage ich mal, zweites Lieblingsthema, der Stadtomnibus und natürlich der normale PKW, sind nicht elektrifiziert. Jetzt werfen wir mal einen Blick darauf, was dort rauskommen kann, wenn man sie elektrifiziert. Und wenn man jetzt eben gerade das bewusste Auto nimmt, wir haben jetzt, wie ich jetzt höre, also haben wir also 2 im Verein mit diesem Auto, wobei es auch schon nicht mehr ganz neu ist, seit 1,5 Jahren oder so ähnlich grob gibt es ihn, oder 2 Jahre gibt es ihn, ist ein modernes, effizientes Auto, das ist der Zyklusverbrauch. Grundsätzlich 5-sitzig, Kofferraum hinten, Heckklappe und so weiter. Also sagen wir mal von der Dimension nicht unvergleichbar mit dem Hybridauto, das wir eben hatten. Und wenn man einen aktuellen Strommix von etwa 500 Gramm nimmt, dann kommen sie raus bei 57 etwa, also knapp 60. Wenn man jetzt, wie das Auto irgendwo getestet wurde, 14 Kilowattstunden, ich weiß nicht, ob es bei euch schon Erfahrungswerte gibt. Bei der Temperatur sind es etwa 14. Okay, also schon unter mittelschlechten Bedingungen sind sie dort. Der Peter Beug ist Gott sei Dank nicht da, weil der fährt den eher mit weniger als dem Normverbrauch. Das ist der erste, der bei uns im Verein hatte, wie auch immer er das macht. Und wenn man da jetzt... Wir fahren oft zu zweit, zu dritt, oder ja, vielleicht noch Hunde drin. Also das, man muss natürlich rechnen, wenn ich allein fahre, komme ich vielleicht auf den Verbrauch von 11 Liter. Bei gutem Wetter mit Sicherheit. Ja. Okay, danke. Und rechnen das auf die 1,5 Personen, dann sind sie unter 50 Gramm. Mit Standard-Strommix aus der Steckdose. Und da schwimmen sie jetzt in dem oben genannten Feld schon verdammt gut rum. Und man hat beim Auto die Entscheidungsfreiheit, was man kauft, in einem gewissen Rahmen, was man kann, realisieren kann und so weiter und so weiter. Und man hat es aber auch beim Strom. Und steht jedem frei, gegen minimale Mehrpreise einen zertifizierten Ökostromversorger zu engagieren. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele gemacht. Daten, Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, PV-Strom, Wind onshore, Wind offshore.
und dann würden Sie pro Kilometer damit fahren. Dann wird es langsam, braucht man es nicht mehr so genau zu berechnen. Zum Beispiel die 1,5 Personen habe ich jetzt hier schlichtweg weggelassen, weil es bei so geringen Zahlen ist es dann einfach irgendwann nicht mehr relevant. Wäre also von daher noch niedriger. Jetzt nehmen wir mal der Vollständigkeit halber dieses große Auto, das es nämlich inzwischen auch schon rein elektrisch gibt. Das war eine Vorführung bei der IHK in Heidenheim, die da ein Hersteller macht. Verträgt jeden Strom und so weiter und so weiter. Der Hersteller gibt an 80 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Hier wären sie bei 67 gewesen. Vielleicht alles ein bisschen optimistisch, macht aber nichts, weil wenn Sie das umrechnen auf 20% Auslastung, er hätte ungefähr 90 Plätze, Sitzplätze und Stehplätze zusammengenommen, dann wären wir hier bei 18 und dann landen Sie in dieser Gegend. Das ist schon bemerkenswert wenig. Sileo ist ein, nicht Solaris, nicht Solaris, das ist Sileo. Sileo ist ein türkischer Hersteller, Bushersteller, der sich in Deutschland Ingenieurbüro und Zulieferer ausgesucht hat, um den Bus zu elektrifizieren. Okay. Antriebsmotor, Leistungselektronik von der Firma Aradex in Lorch. Und ein Ingenieurbüro in Deutschland hat den Speicher und so weiter gemacht. Ja, also da kommt man dann schon richtig weit zur Erinnerung. Sie haben sich jetzt die Zahlen vielleicht ein bisschen gemerkt. Pkw statt 140 ist also auch anderes möglich. Und wir waren da jetzt bei unter 50 mit dem Elektroauto, beziehungsweise bei einstelligen Werten mit erneuerbarem Strom. Und wo der Linienbus hinkommt, elektrifiziert mit normalem Strom, das ist schon bemerkenswert. Und die Themen, Stickoxide, die sind natürlich dann auch gegenstandslos. Okay, wie gesagt, Sie können jetzt mal diese Größenordnungen etwa einschätzen, was möglich ist. Auf diese Ideen, beziehungsweise dort sind die Probleme andere, sind natürlich andere auch schon gekommen. Und lesen Sie das hier bitte mal kurz durch. Das ist veröffentlicht worden Ende 17, Anfang 18. Die Megacity Shenzhen, das sind 12 Millionen Einwohner, hat ihren kompletten öffentlichen Stadtbuspark, Stadtbusflotte, Ende 17 auf elektrisch umgerüstet gehabt. Nicht begonnen, sondern fertig umgerüstet. Von denen 12.000 auch schon elektrisch sind. Ich finde das Bild einfach klasse, wenn man, wie gesagt, hier bei uns bei Freud mal einen Prototypen oder sonst was sieht und dann wusch, dieses Bild. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg fördert in 2018 insgesamt rund 340 neue Busse. Fördermittel werden bereitgestellt, allerdings sind es praktisch durchgehend neue Euro 6 Diesel, die da gefördert werden. Es sind sage und schreibe 13 Elektro- und Hybridbusse dabei. Halten Sie sich dabei bitte vor Augen, so ein Bus ist in seiner Erstverwendung typischerweise 10 Jahre im Einsatz und kommt dann je nachdem in Reserven zu irgendwelchen kleinen Busbetreibern oder ins Ausland. Das heißt also, wenn man jetzt hier Dieselbusse kauft, dann ist er für 10 Jahre erstmal wieder durch. Wobei ich mich halt frage, warum muss ich das fördern? Weil es gibt ja eh keine anderen Abstange. Also, okay, ich habe jetzt niemanden dazu befragen können, aber irgendwie. So, jetzt sagen Sie natürlich zu Recht oder manche von Ihnen, wir haben jetzt hier rein die CO2-Emissionen des Betriebs betrachtet. Wie sieht die Gesamtbilanz aus? Da schauen wir noch mal ein bisschen näher hin. Wobei die Frage taucht oft auf. Aus meiner Sicht ist sie längst beantwortet. Wir haben solche Sachen schon längst mal zusammengetragen. Öko-Institut Freiburg, Stand Ende 17. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Das hier unten ist nicht von denen, sondern von mir, nur mal so nebenbei ein Aspekt. Die Bilanz des Erdöls,
was ja immer zum Vergleich herangezogen wird. Also das, was jetzt in den anderen Tabellen drin stand, wird nicht mehr besser, sondern schlechter, weil die Fördermöglichkeiten schwieriger werden. Im Extremfall, wenn man die Ölgewinnung aus Ölsenden, so wie es in Kanada gemacht wird, mit irrer Landschaftsschädigung, da braucht man ungefähr im Schnitt etwa 30% des Energieinhalts des Erdöls, um es zu fördern. Das heißt, die Bilanz von dem Öl ist von vornherein um Größenordnung 30% schlechter, wenn Sie das verfahren, weil vorher schon so viel für Thermik, für Wärme benutzt werden musste, um das Zeug rauszukriegen. Und in Kanada und USA macht der Anteil am Gesamtölverbrauch schon 10-20% aus. Das heißt, wenn Sie also dort mit dem Auto fahren und eben notgedrungen dort tanken, dann haben Sie also einstellige Prozente, die dadurch verschlechtert sich ihre Bilanz um einstellige Prozente, was also gerade, sagen wir mal, den Gewinn, den Entwicklungsgewinn von 1-2 Motorengenerationen im Verbrauch wieder aushebelt. Das mal so nebenbei, war jetzt nicht eigentlich der Punkt. Es gibt das Gleiche von den österreichischen Kollegen, Umweltbundesamt, Ökobilanz alternative Antriebe, in allen Betrachteten und so weiter und so weiter. Noch deutlich besser ausfallen und Recycling bringt erhebliche umweltrelevante Vorteile. Okay, es gab das Ganze schon, das ehrlich gesagt fuchst mich ein bisschen, vom Bundesministerium für Umwelt schon Ende 2015. Und ich frage mich dann immer, warum wird das nicht irgendwie in die Breite getragen? Man muss also über irgendwelche Webseiten oder Insider, die es wissen, dass es das gibt, gehen. Ist auch heute noch erhältlich in der neuen Version, aber es ist nicht vorne dran auf denen, ihrer Website. Und wenn man das also durchguckt, dann wird hier auch erfreulicherweise gezeigt, dass mit dem Fortschreiten der Jahre nämlich der Strom besser wird, sodass wir hier trotz Verbesserungen bei den konventionellen Fahrzeugen einen immer größeren Vorsprung erzielen. Das hier hinten habe jetzt mal ich dazu gemacht, weil es im Original nicht drin ist. Wenn man jetzt, wir haben es ja vorher gesehen, das Fahrzeug mit regenerativem Strom betreibt, dann klappt es hier unten weitgehend zusammen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, finde ich, aus dieser Grafik kann man einiges rauslesen, das E-Auto hat hier zwar einen erhöhten Aufwand für Produktion, Wartung, Entsorgung, aber es ist nicht so, als ob der so gigantisch viel größer wäre, beziehungsweise das konventionelle Fahrzeug, bei dem ist er nicht null, sondern auch erheblich. Auch das muss man sich mal merken und vor Augen halten, denn was ich hier an Batterie investiert habe, was mehr ist als beim normalen Fahrzeug, Karosse, Fahrgestell oder sowas, innen und so, das ist in erster bis zweiter Näherung schlicht gleich. Es entfällt der aufwendige konventionelle Antrieb mit dem Verbrennungsmotor, der unendlich viel Teile, die auf höchste Präzision bearbeitet sein müssen, aus sehr, sehr vielen verschiedenen hochwertigen Metallen. Das Getriebe, das heute bei vielen Fahrzeugen 6-10 Gänge hat, das ist beim E-Auto zwar auch, gibt es auch eins, aber es ist eben ein sehr einfaches Festgetriebe und nicht dieses aufwendige Wechselgetriebe. Dafür kommt dann die Batterie dazu. Okay, aber diese werden in sich besser. Die Prozesstechnik wird immer noch mal besser, weil ein Energieverbrauch ist ein Kostenfaktor für den Hersteller. Das heißt, die tun von sich aus alles, um das runterzukriegen und irgendwo noch einmal ein bisschen was rauszuquetschen. Das andere ist, wenn ich die Batterie selber, was ja letztlich dann auch nur eine reine Zeitfrage ist, auch mit regenerativem Strom herstelle, dann bröselt der Teil hier auch nochmal zu einem guten Teil weg. Und das ist dann immer noch nicht alles, sondern es zeichnet sich immer mehr ab, dass bevor man dann die Batterie irgendwann recycelt, wird man sie für einen Second Use verwenden, bei Solaranlagen den Speicher darzustellen. Das heißt, die Aufwendungen für die Batterie des Autos verteilt sich also mal auf zwei Anwendungen. Ich könnte also guten Gewissens hier noch was abziehen. Das habe ich jetzt hier mal nicht gemacht. Ich habe nur das hier auf 1,5 umgerechnet, damit Sie den Vergleich mit der anderen Tabelle dann ungefähr ziehen können. Und
Wir sind also, auch wenn man jetzt die Gesamtbilanz nimmt, sind wir da immer noch richtig gut gegen die anderen Verkehrsträger. Auch bei einem Omnibus habe ich Herstellung, auch bei einem konventionellen. Es verteilt sich zwar bei halbwegs Auslastung ziemlich gut, aber auch dort würde auf den Verbrauch bzw. Treibhausgasemissionen, CO2, Gramm je Personenkilometer, auf jeden Fall noch was draufkommen. Okay, wir haben es gehabt. Sie sehen, dass wir damit nicht schlecht liegen. Will heißen, wenn man jetzt selber die Konsequenz ergreift, Elektroauto mit regenerativem Strom jetzt, sind Sie bei Paaren 40 und dann können Sie sich hier eigentlich ganz gut sehen lassen mit individuellem Fahrkomfort. Also brauchen wir uns an der Stelle wirklich nicht zu verstecken. Ich habe das gerade gesagt mit dem Second News, warum jetzt die Seite? Zum einen sehr gelungenes Projekt. Da muss ich auch immer dann wieder an die Arbeitsplätze denken. Ja, Elektromobilität kostet Arbeitsplätze. VW wollte es ja nicht machen. Jetzt hat es jemand anders gemacht. Das sind die Arbeitsplätze halt nicht bei VW, sondern woanders. Das war jetzt aber nicht der eigentliche Punkt, sondern die Ecke da an der RWTH Aachen, die dieses Ding geboren hat und dann ausgegründet und von der Post gekauft wurde. Der Urkern hat jetzt dieses Stadtauto kreiert, den IGO. Da ist vorne dran der Professor Schuh und ist hier in einem Interview und sagt, wie ich das angeguckt habe, ich war völlig unvermutet, war wirklich baff. Sie haben mit ihrem Batterielieferanten für das Auto einen Vertrag unterschrieben, also das ist nichts im Gespräch, das ist fix, dass sie nach 8 Jahren die Batterien für richtig Geld zurückgekauft bekommen. Sie geben dem Batterielieferanten nach 8 Jahren die Batterie zurück und kriegen richtig Geld dafür. Warum? Der hat 2 Installateure von Photovoltaik, also große Firmen, an der Hand, die dann diese Batterien als Speicher anschließend weiterverwenden. Also das mit dem Second News und dass dadurch dann die Bilanz besser wird, weil sich es auf die Anwendungen verteilt, das ist kein Wunschtraum. Das ist bereits on the way. Das kommt bzw. das ist bereits im Gange. Und die Sache mit dem Energieverbrauch, dem Energieaufwand für die Batterien, das haben andere auch schon gemerkt. Das war so die erste Veröffentlichung in, glaube ich, 2014 zur Tesla Gigafactory. Das ist nicht schwarze oder dunkelblaue Farbe, das sind Solarzellen. Und ganz so weit sind sie noch nicht, aber vor einem halben, dreiviertel Jahr, es gibt ja in der Szene um Tesla herum alle möglichen Aktivitäten und da gibt es Leute, die gucken hier regelmäßig die Satellitenbilder von den Locations an. Und Ende Februar haben sie die ersten schwarzen Flächen hier entdeckt und inzwischen sind sie irgendwie hier unten, die machen das so peu à peu weiter. Wobei die Dachfläche nach so verschiedenen Berechnungen nicht ausreicht, um die Fabrik zu versorgen, weil da einfach richtig viel abgeht mit den Batterien, aber auch Herstellung, zum Beispiel der Elektromotoren vom Modell 3 und sowas. Aber der richtige Weg, Tesla sagt, sie beziehen ohnehin einen regenerativen Strom, muss man denen alles nicht sagen. Jetzt haben wir eigentlich, sage ich mal, finde ich, das Thema irgendwie schon ganz gut abgedeckt mit der Energiebilanz und CO2 und so weiter. Trotzdem, es ist gerade wieder ein Jahr her, gutes, begegnen einem solche Sachen. Studie, Elektroautos sind nicht besser für die Umwelt als Benziner. Wie kommt sowas dann zustande? Verdammt nochmal. Ich kriege da immer erstmal so etwas einen Hals oder ich mag es nicht mehr lesen und tue es weg. Irgendwann steige ich dann doch rein. Und wenn man dann weiter liest als die Überschrift, findet man Folgendes, untersucht man und so weiter und so weiter, dann schneidet der Mitsubishi Mirage über den gesamten Lebenszyklus betrachtet mit durchschnittlich etwa 192 Gramm, also wohlgemerkt gesamter Lebenszyklus, besser ab als das Modell S mit 226. Zur Erinnerung, das ist gemeint mit Modell S. Und was ist ein Mitsubishi Mirage? Diese Studie ist eine amerikanische, deswegen ist es eine Version, die es bei uns nicht gibt. Das habe ich nachgeguckt bei Mitsubishi USA.
und dann findet man das hier. Es ist ein Kleinstwagen. Und so kommen solche Zeilen zustande. Immerhin muss man hier respektieren bei diesem Artikel, wenn man ihn ganz zu Ende liest, dann findet man das hier. Na? Also ich bin, so wie sie es dort ermittelt haben, dicht an dem Kleinwagen dran. Die Amerikaner haben keinen wirklich guten Strommix. Ich würde ihn also damit sowieso überholt haben. Und das ist die Standardgrafik aus der Zusammenfassung von dieser amerikanischen Studie. Dort taucht dieses Beispiel nicht ganz genau auf, weil die Fahrleistung länger war. Die haben verschiedene Szenarien, unterschiedliche Strommixe und verschiedene jährliche Fahrstrecken zusammengenommen. Aber das ist also ihre Hauptgrafik. Und das sieht man hier so, also das gelbliche Ocker, das sind die E-Autos. Warum der hier so schlecht ist, da habe ich jetzt keine Erklärung für. Distanzieren den Rest problemlos. Interessant vielleicht noch, Toyota Mirai ist ein Brennstoffzellenfahrzeug. Er kommt hier raus, wenn man den Wasserstoff aus Erdgas gewinnt. Wobei sich für mich da die Sinnfrage stellt, weil mit dem Erdgas könnte ich auch gleich Auto fahren. Brauche ich nicht diesen teuren Umweg zu machen. Wenn man mit diesem amerikanischen Strommix, Average US, wenn ich mit dem Wasserstoff aus Elektrolyse gewinnen würde, dann lande ich hier oben. Dann bin ich hier voll im Bereich von großen, fetten Benzin-SUVs. Braucht man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Wenn ich natürlich mit deutlich besserem Strom Richtung Null, dann kommt er hier natürlich weit runter, das ist klar. Nur die Elektroautos bleiben immer vorne dran, weil sie weitaus weniger davon brauchen. Und okay, das ist nur der Hintergrund dieser Studie, MIT mit dabei und so weiter und so weiter. Ich denke, das kann man ernst nehmen. Und da komme ich zu der Frage, hilft das Elektroauto denn überhaupt? Wir haben vorher gesagt, Diesel und so weiter, das scheint uns nicht wirklich zu helfen. Ist Elektro ein möglicher, richtiger Weg? Welches Potenzial hat es? Aus meiner Sicht ja. Und die Konsequenz, der Schluss daraus, ich habe es mal frech Doppelbeschluss genannt, Elektrifizierung aller Verkehrsmittel. Sie haben gesehen, was bei dem Omnibus rauskommt. Und Ausbau der erneuerbaren Energien und ohne mit dem einen auf irgendetwas anderes zu warten. Das ist aus meiner Sicht die Konsequenz hier. Damit bin ich nicht ganz allein. Es gibt so verschiedene Institute, die wirklich high-level und international recherchierend solche Sachen angucken. Sehr zu empfehlen, Agora Verkehrswende, 12 Thesen zur Verkehrswende, These 06, Elektromobilität ist der Schlüssel der Energiewende im Verkehr. Mit Verhaltensänderungen und Verkehrsvermeidungsstrategien allein sind weder und so weiter noch die weltweiten Klimaziele zu erreichen.